Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde des Amboss Studientelegramms, Markus at Home begrüßt Sie zu Hause auf Ihren Balkons und Terrassen aus der sonnigen Westpfalz zu unserem Update, um gemeinsam mit Ihnen möglichst interaktiv die Evidenz zu diskutieren, die wir in den letzten 2 Monaten seit unserer letzten Live-Sendung zu SARS-CoV-2-Impfung bekommen haben. Wir sitzen zunächst in der gleichen Runde zusammen wie immer in der Technik Anja Scheuer. Meine Co-Moderatoren sind Stefan Schirmer, Kardiologe, Angiologe, Infektiologe, Intensivmediziner und Internist, klinisch in Kaiserslautern, akademisch in Homburg und Professor Sören Becker, Ordinarius für medizinische Mikrobiologie in Homburg. Jetzt werden Sie sich wundern, diejenigen, die schon uns wiederholt zugeschaut haben und denken, der Stefan Schirmer sieht aber ein bisschen anders aus als sonst, haben wir da die Rolle getauscht? Nein, wir haben die Rolle nicht getauscht, sondern wir freuen uns, dass wir 2 Gäste dabei haben heute, die Sie, wenn Sie uns wiederholt zugeschaut haben, auch schon kennen aus den vorherigen Gesprächen. Das ist einmal Professor Arne Simon, Pädiater und pädiatrischer Infektiologe, ebenfalls von der Universität Homburg, und gleich stößt dann noch dazu die Frau Professor Martina Seester, Virologin und Leiterin des Instituts für Infektionsimmunologie und Transplantationsimmunologie, ebenfalls an der Uni Homburg. So viel der Vorrede. Mein Name ist Gunnar Heine, ich bin Internist und Nephrologe aus Frankfurt. Bevor wir anfangen, noch mal kurz ein Rückblick zu den Themen, die wir jetzt nicht diskutieren werden. Wir haben ein volles Programm, deshalb lassen wir 2, 3 Themen, die wir auf unserem YouTube-Kanal intensiv diskutiert haben in den letzten Wochen aus. Wir werden nicht sprechen über Impfung bei Schwangeren, da verweisen wir sehr gerne auf das Interview mit der Frau Zölkow, was wir geführt haben vor wenigen Wochen. Wir werden diesmal auch nicht sprechen über VITT oder TTS, das haben wir ebenfalls ausführlich gemacht, klinisch mit dem Professor Langer aus Hamburg und mikrobiologisch mit dem Professor Marschalek aus Frankfurt. Auch da ganz herzlicher Verweis auf die Interviews, die wir da gemacht hatten. Spielregeln sind wir immer, wir diskutieren unter Kolleginnen und Kollegen. Der Chat richtet sich an Kollegen in Medizin, in Pflege, in Ausbildung, in Praxis, im Studium. Wir machen das Ganze akademisch unabhängig, haben kein Conflict of Interest zu Herstellern von Impfstoffen und wir freuen uns auf Ihre Fragen. Das heißt, wir würden Sie einladen, uns Ihre Fragen in den Chat zu stellen. Wir haben inzwischen gelernt, dass dieser Chat nur denjenigen offen steht, die sich auch persönlich angemeldet haben. Bei YouTube alle anderen, die von uns einen Zugang bekommen haben, über WhatsApp können auch da gerne die Fragen stellen, um Ihnen das auf diese Weise zu ermöglichen. Amboss ist wie immer unser Partner und Amboss lädt auch diesmal sie wieder ein, die Inhalte, die wir diskutieren, auf den entsprechenden Kapiteln nachzulesen. Wer bisher keinen Amboss-Zugang hat, kriegt von Amboss die Möglichkeit, 1 Monat lang frei verfügbar in die entsprechenden Kapitel reinzuschauen. Der entsprechende Link wird von uns dann auch eingeblendet worden. So viel der Vorrede, nun zu den Inhalten. Sören, wir freuen uns auf das, was sich in den letzten 2 Monaten getan hat. Denn es ist erfreulich, was sich getan hat. Deshalb hören wir diesmal sehr gerne die Neuigkeiten zur Epidemiologie. Jawohl, vielen Dank und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Diese Folie, die wir jetzt jeden Moment sehen, zur Update-Epidemiologie und Varianten, die haben wir so oder so ähnlich in der Vergangenheit auch schon einmal gesehen, nur die Zahlen haben sich dann doch wieder sehr deutlich geändert und es kommt noch was Neues dazu. Denn zu der roten Farbe gesellt sich jetzt zunehmend auch eine grüne, die die insgesamt weltweit abgegebenen Impfdosen angibt. Da sind wir inzwischen deutlich über 2 Milliarden weltweit. Das ist, denke ich, wirklich eine ganz eindrucksvolle Zahl. Und wir hatten ja auch bei den vorigen Veranstaltungen immer darauf hingewiesen, dass tatsächlich die Pandemie global ist und dass vielleicht in europäischen Diskussionen das häufig relativ eurozentrisch noch gewesen ist. Ich denke, das kommt zunehmend ins Verständnis, dass es ein globales Geschehen ist. Und wenn wir uns auch die Top 10 oder ich glaube, das sind jetzt nur die Top 5, die man da links sieht, anschaut, USA, Indien, Brasilien, dann kommt Frankreich, dann kommt die Türkei und dann kämen aber auch noch viele andere Mittellatein- und lateinamerikanische Länder beispielsweise, dann glaube ich, rückt das zunehmend in unser aller Bewusstsein, dass die Pandemie auch erst besiegt ist, wenn die Control Efforts und die Vaccination eben auch global einen deutlichen Unterschied macht.
Inzwischen zeigt dieser Corona-Tracker auch an, wie die Impfungen weltweit verteilt sind. Da sehen wir natürlich, dass Europa, USA und auch zunehmend indischer Subkontinent da schon relativ gut farblich belegt sind. Lateinamerika auch gar nicht so schlecht, nach wie vor große Lücke in Afrika, so wie in der Diagnostik und Therapie, so ist es tatsächlich auch mit den Vakzinen. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig in der Diskussion, wenn man beispielsweise in Europa oder in den USA darüber diskutiert, wen man denn jetzt impft. Dieses Gefühl, was wir ja manchmal so haben, da der absolute Mangel inzwischen zu einem relativen Mangel bei uns geworden ist, heißt eben nicht, dass es auf der ganzen Welt so wäre, dass der Impfstoff in einigermaßen größeren Mengen zur Verfügung stünde. Wir hören nachher noch Professor Seester auch zu immunologischen Aspekten. Was ich ganz spannend finde, ist eine Arbeit, die oder mehrere Arbeiten, die aber in dieser schönen Abbildung in Nature ganz gut zusammengefasst wurden und die in meinen Augen in der europäischen oder zumindest in der deutschsprachigen Diskussion noch gar nicht so eine große Rolle gespielt hat. Wir reden ja immer darüber, wann ist die Nachimpfung notwendig bei Covid nach durchgemachter Infektion oder aber eben nach durchgeführter Grundimmunisierung. Da sieht man hier in Rot dargestellt durch die Plasmazellen generiert die Antikörperantwort. Da haben wir jetzt ja gelernt, dass die nach einigen Monaten relativ deutlich wieder abfällt. Und was wenig Beachtung gefunden hat, ist diese hellblaue Kurve, die Memory Plasma Cells, die offenbar doch aus dem Knochenmark heraus eine lang andauernde Immunität generieren können, die so etwa auf dem Niveau von 20% des Antikörperpeaks kurz nach Infektion oder Grundimmunisierung betragen. Aber da gibt es doch auch zunehmend die Hypothese, dass vielleicht gar nicht so sehr diese Nachimpfung in ganz großem Stil erforderlich sein wird, dank dieser Memory Plasma Cells. Also ich denke, das ist für die kommende Diskussion sicherlich noch spannend. Ich bin eigentlich zu wenig Immunologe, um das wissenschaftlich bewerten zu können, aber ich denke, das ist einfach ein spannender Punkt, den wir weiter diskutieren sollten. Dieses Bild habe ich schon einige Male gezeigt von dieser Website, die die Covid-Lineages oder Varianten sehr gut aufzeigt. Inzwischen haben wir in der Nomenklatur ja eine Änderung erfahren, hier aus einem Bericht des Robert-Koch-Instituts mal dargestellt. Alpha, Beta, Gamma und Delta, die für die unterschiedlichen Varianten, die eben diese Vielzahl charakteristischer Mutationen tragen. Und man versuchen möchte, richtigerweise die ersten Nachweisregionen eben nicht mehr im Namen aufzuführen. Die Delta-Variante, das ist die sogenannte indische, die uns tatsächlich ja noch jetzt zunehmend beschäftigt. Auch dieses Bild habe ich im März schon einmal gezeigt, aber ich glaube, das ist zunehmend jetzt wieder von Bedeutung. Es wird zunehmend sequenziert auf der ganzen Welt. Wir finden zunehmend neue Varianten. Die sind auch immer gut für eine Presseschlagzeile, aber es ist häufig sehr lange noch unklar, was das eigentlich bedeutet. Also sind sie wirklich schlimmer, sind sie wirklich höher von der Übertragbarkeit? Und das ist hier in dieser Überschrift aus den USA, denke ich, ganz gut dargestellt worden. Der Virologe aus der Louisiana State University sagt eben, it's a Wild West. Also es wird alles benannt, sequenziert, publiziert, aber es ist häufig noch gar nicht richtig klar, was das wirklich für das Geschehen der Pandemie bedeutet. Für die ehemals britische Variante B117, da gibt es inzwischen auch ganz gute immunologische Daten, dass es eben nicht nur durch die Mutation eine Veränderung des Spike-Proteins und ein veränderter Eintritt in die humanen Körperzellen ist, der offenbar diese erhöhte Übertragbarkeit mit sich bringt, sondern offenbar wird auch das angeborene Immunsystem und die Interferonproduktion der Zellen deutlich reduziert. Das zeigt diese untere Grafik, also diese hellroten Bereiche. Das sind B117-Varianten unterschiedlicher Art. Und auf dem mittleren und rechten Bild sieht man einfach, dass das Interferon, was produziert wird, deutlich geringer ist als bei der Wildtyp-Variante. Also insofern scheint auch die Erklärung häufig nicht so ganz einfach zu sein und nicht nur in der Veränderung des Spike-Proteins zu liegen. Was ist eigentlich aus der Gamma-Variante geworden, also diese brasilianische? Das finde ich, fragt man sich so ein bisschen über südafrikanische und britische Variante, wird viel gesprochen, jetzt viel über diese Delta, also sogenannte indische Variante. Erfreulicherweise hören wir wenig eigentlich, was aus dieser sogenannten brasilianischen Variante geworden ist. Und das scheint tatsächlich auch weltweit abzunehmen. Hier links oben die Grafik zeigt die Sequenzierungsnachweise. Da sehen wir, dass der Peak eigentlich überschritten ist. Und natürlich liegt der Fokus da
auf dem amerikanischen Kontinent. Das soll das rechte Bild illustrieren. Je dunkler die Farbe, desto häufiger die Sequenzierungsnachweise. Aber wenn man sich da mal die Datenbank etwas genauer anschaut, dann denke ich, kommen auch noch ganz interessante Punkte bei heraus. Das ist jetzt leider eine relativ große Grafik, aber da wird einmal geschaut in den einzelnen Ländern auf diesem Planeten, wie viel wurde eigentlich überhaupt sequenziert und wie häufig hat man da diese Gamma-Variante gefunden. Und dann sehen wir, wenn man es lesen kann, es ist zugegebenermaßen klein, auf Platz 1 weltweit steht eigentlich Haiti. Die haben insgesamt 48 Isolate bisher sequenziert und davon waren weit über die Hälfte diese Gamma-Variante. Also auch das zeigt, glaube ich, dass die geografische Bezeichnung tatsächlich nicht die richtige ist, denn möglicherweise spielt sich das Hauptgeschehen tatsächlich nicht in Brasilien ab. Auch andere Länder aus dem Norden Südamerikas sind da sehr hoch mit dabei und Brasilien und auch die Vereinigten Staaten etc. kommen deutlich, deutlich später. Dann noch einmal kurz was zur Delta-Variante, diese frühere indische Variante. Das hier ist ein Bild aus einem Stadtteil in London, wo tatsächlich sehr deutlich zum Teil auf diese Variants of Concern hingewiesen wird, wenn in einem Stadtviertel vermehrt diese Delta-Variante nachgewiesen wurde. Da ist es ja inzwischen auch so, dass man eigentlich drei große Subtypen generieren kann und auch in Deutschland das Robert-Koch-Institut nur noch den einen Subtyp, der die Punkt 2 am Ende hat, als eine sogenannte Variant of Concern einstuft. Das ist aus mehrerlei Hinsicht ganz interessant, denke ich. Also es ist sicherlich so, dass diese Variante auch im Vergleich zur sogenannten britischen Variante mit einer erhöhten Übertragbarkeit einhergeht. Das habe ich jetzt mal angegeben mit ca. 50%, je nachdem in welche aktuelle Studie man guckt, liegt das irgendwo zwischen 10% und 70%. Und ist in meinen Augen auch noch nicht ganz abschließend verstanden. Und das wird, denke ich, auch eine der wichtigen Aufgaben der kommenden Wochen sein. Und die Frage, die sich ja immer anschließt, die auch bei der B117-Variante lang besprochen wurde, geht es denn wirklich mit einer erhöhten Krankheitsschwere einher? Und auch da ist es so, dass die neueren Erkenntnisse all das eigentlich nicht eindeutig zeigen. Frage Immun Escape, das wurde ja auch bei den anderen Varianten schon besprochen, reduzierte Impfantwort. Das scheint der Fall zu sein, nicht nur im Labor, aber eben nicht bei diesem Subtyp, der sich jetzt durchsetzt, dem Zweier-Subtyp, sondern nur einem anderen Subtyp, der sich offenbar nicht durchzusetzen scheint. Also das ist eigentlich auch eine ganz erfreuliche Mitteilung, denke ich. Es gibt noch jede Menge andere Sachen und das, denke ich, sollte man auch für die Zukunft berücksichtigen. Das ist jetzt hier beispielsweise eine Arbeit von vielen europäischen Kollegen, insbesondere aus Litauen, auch untersucht. Da wollen wir uns die Details mal nicht angucken, aber die haben im Endeffekt gezeigt, dass es da eine neue Variante gibt, B1620 wird die genannt, die wahrscheinlich aus Zentralafrika stammt, entweder aus Kamerun oder aus der Zentralafrikanischen Republik, die über Reiserückkehrer nach Europa eingetragen wurde und in mindestens 9 EU-Ländern tatsächlich auch zumindest lokal übertragen wird. Und ich denke, das zeigt auch ganz deutlich, wo die Reise hingeht, dass nämlich die Reiserückkehrer, Migranten, Langzeitreisende etc. durchaus auch in den kommenden Jahren ein gewisses Eintragsoptionen darstellen und deswegen auch beispielsweise reisemedizinische Kliniken etc. da sicherlich für die Surveillance auch eine Rolle spielen werden. Und es zeigt eben, was wir zu Beginn sagten, dass diese ständige Evolution eigentlich was ganz Normales ist der Viren, aber man dennoch sehr wichtig diese globale Surveillance weiter vorantreiben muss, insbesondere in den Ländern, in denen kaum sequenziert wird, wie zum Beispiel Teilen Subsahara-Afrikas. Letztes Bild zur Epidemiologie. Das sind Daten vom ECDC, also der Europäischen Gesundheitsbehörde, auch zugegebenermaßen nicht so gut zu erkennen. Wir sehen einfach die verschiedenen Wellen, hier sieht man gut abgebildet. Und von den Farben ist es so, dass dieses gelbe oder ockerfarbene, was zwischenzeitlich tatsächlich in den letzten Wochen den größten Anteil ausgemacht hat, das war der asiatische Kontinent. Die anderen hell- und dunkelblauen Farben sind Nordamerika und Europa. Und wenn man diese sich anschaut, dann sieht man einfach schon zum jetzigen Zeitpunkt, dass die beiden sozusagen High-Income-Kontinents, Europa und Nordamerika, zusammen nicht mehr die Hauptkrankheitslast tragen der detektierten Infektion, sondern man da tatsächlich nach Asien und wahrscheinlich auch zunehmend nach Afrika schauen muss. Ich hatte so ein paar Punkte nun schon gesagt, dass man vielleicht auch mit der Kommunikation über diese Varianten vorsichtig sein müsste. Jetzt wollte ich noch ein anderes Beispiel zum Abschluss tatsächlich bringen von Herrn Tucker Carlson.
der ist vielleicht dem einen oder anderen der Zuschauer bekannt. Das ist ein bekannter Fox News Moderator, der da so eine Abendshow hat, die jeden Abend in den USA zwischen 4 und 5 Millionen Zuschauer Minimum hat. Und der ist in den letzten Wochen sehr dafür in die Kritik gekommen, aber hat auch sehr viel Zuspruch erhalten, dass er sich sehr, sehr kritisch gegenüber Covid-Impfungen geäußert hat. Und ich denke, das ist einfach wichtig, dass man sich da in der Kommunikation tatsächlich auch immer ganz klar versucht zu machen, was man denn eigentlich möchte. Denn wenn man sich anschaut, was auch auf der Website nach wie vor zu lesen ist, dann wird berichtet darüber, dass ein Thema, was wir nachher auch noch ansprechen werden, die Impfung in Israel bei jüngeren Leuten durchgeführt wurden. Und da ist dann von extremely high rates einer besonderen Herzentzündung die Rede. Und der interessante Punkt für Deutschland ist, dass da auch gesagt wurde, die deutschen Behörden haben das Gleiche festgestellt, wörtlich, die deutsche Regierung hat gerade eben erst gesagt, dass sich junge Leute auf keinen Fall gegen Covid impfen lassen sollten, it's too dangerous. Und ich denke, das wurde ja so von keinem Fachverband in der Form gesagt, das ist natürlich auch sehr geschickt formuliert, muss man sagen, aber zeigt eben auch einfach, wie schnell vielleicht eben sicherlich fachlich begründete Statements, sei es beispielsweise der STIKO oder anderer Verbände, eben auch zweckentfremdet werden können. Und ich glaube, das zeigt einfach allen, wie vorsichtig man da auch in der Kommunikation sein muss. Damit wäre ich dann am Ende und würde dann gerne natürlich für Fragen aus Chat oder auch hier im Plenum zur Diskussion zur Verfügung stehen. Ja, ganz herzlichen Dank wie immer für das tolle Update. Es ist ja interessant zu sehen, wenn diese Varianten kommen, schaffen die zunächst mal eine große Besorgtheit und auch viel, viel Medienaufmerksamkeit, wenn sie dann, wie in diesem Fall, Gott sei Dank, eben nicht in diesem dramatischen Ausmaß zunehmen, dann wird das nicht mehr so wirklich groß in den Medien wiedergespiegelt. Also wie immer, Bad News, Good News. Ne? Ja, in gewisser Weise sicherlich schon. Also ich denke, natürlich ist es so, wenn man sich die Zahlen jetzt in England anguckt, wo sich ja doch diese Delta-Variante recht deutlich durchsetzt, das ist sicherlich etwas, was uns jetzt nicht im Rahmen von Tagen, aber von Wochen bis Monaten sich bei uns auch so widerspiegeln wird. Aber es ist eben die Frage, wie das bewertet wird. Und ich glaube, da muss man vielleicht auch in Fachkreisen und in den Medien manchmal ehrlich sein, sich einfach einzugestehen, wo wir etwas noch nicht verstanden haben. Also ich denke, wenn man wirklich sagt, die Übertragbarkeit ist zwar erhöht, aber wir können es nicht genau quantifizieren. Vielleicht ist für die Krankheitsschwere oder vielleicht Krankheitsschwere betrifft es dann alle Altersgruppen, betrifft es nur einige. Das sind tatsächlich Punkte, die vielleicht häufig zu verallgemeinert werden und dann zu Verunsicherung beitragen können. Ich habe noch meinerseits eine Frage, vielleicht was mich so erstaunt. Warum jetzt? Jetzt heißt vor einigen Wochen in Indien so schwerer Verlauf. Wieso kam das so deutlich verzögert gegenüber vielen anderen Teilen der Welt? Ist das über die Varianten auch zu erklären oder gibt es einen anderen Grund dafür? Wir haben ja zusammen mit der Martina Seester das Interview mit der Frau Weißkopf gemacht, da hat man noch darüber spekuliert gehabt, dass möglicherweise dadurch, dass die hygienischen Bedingungen in Indien im Durchschnitt nicht so ganz so toll sind wie jetzt vielleicht in der Saarpfalz, dass da eine gewisse Querimmunität bestehen könnte. Das hat sich ja jetzt nicht so bewahrheitet. Und warum kam diese schreckliche indische Welle jetzt? Also es ist ja sicherlich so, dass natürlich diese verschiedenen Varianten auch erst im Verlauf der Pandemie entstanden sind. Das war also durchaus ja auch früher, als das immer gleich zu Medienaufmerksamkeit geführt hat. Also im Nachhinein muss man ja sagen, in der retrospektiven Untersuchung, dass auch diese Delta-Variante schon 2020 da detektiert wurde. Aber ich denke auch, dass es eine Kombination ist aus einem verminderten Einhalten der Hygieneregeln, wobei man natürlich auch sagen muss, es ist in vielen Teilen der Welt auch einfach nicht möglich und absurd, einen Lockdown zu verordnen, der aber nicht umgesetzt wird. Und in der ersten Phase, höre ich auch von Bekannten, ist das in Indien so gut, es eben ging doch noch relativ viel gemacht worden. Ich denke, jetzt ist in gewisser Weise auch die Sorge davor verloren gegangen, so ähnlich wie das ja auch in Teilen Brasiliens Ende letzten Jahres gewesen ist. Aber es kommt sicherlich auch dazu, dass dann durch dieses sich durchsetzende Variante, also auch wenn es nur 10 oder nur 20% sind, ist es ja trotzdem nur eine Frage der Zeit, bis die dann irgendwann dominant wird. Das haben wir ja bei der B117 auch gesehen. Da ist es sicherlich schon so, dass, denke ich, die erhöhte Transmission einfach auch zu absolut höheren Zahlen an schweren Verläufen beigetragen hat und natürlich sicherlich auch die ganz andere Ausstattung des Gesundheitssystems. Zu einem Frage aus dem Chat.
die ich mal wörtlich vorlese. Wissen Sie, warum wurde für die Impfung das Spike-Protein ausgewählt? Also ich denke, die Frage zielt darauf, warum genau dieses und warum nicht ein anderes Zielantigen? Also auch da haben wir wahrscheinlich nachher noch größere immunologische Expertise in der Runde, aber ich meine, das Spike-Protein ist ja auch ganz wichtig fürs Andocken sozusagen an die Zelle und für den Cell-Entry in den menschlichen Körper und ist ja auch durchaus ein etabliertes Prinzip, dass man so quasi auf, von Oberflächenantigenen, die quantitativ viel vorhanden und für funktionellen Infektionsweg wichtigen Proteine nimmt. Ich denke, dass das der Hauptgrund gewesen sein wird. Mehr dazu nachher in der Tat. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wir haben ein volles Programm, auch unsere Referenten haben heute teilweise ein volles Programm, deshalb rotieren wir so ein bisschen durch. Weil der Professor Becker und der Professor Simon gleich wieder an die Uni zurück müssen und da um 7 Uhr die nächste Veranstaltung haben. Ich freue mich extrem, dass wir Arne Simon hier haben. Arne Simon hat alle Rekorde, die wir bisher auf Markus at Home hatten, pulverisiert. Wir machen das Ganze ja jetzt nicht, um jeden Tag oder jede Minute nach Klickzahlen zu gucken. Dennoch hat es uns positiv überrascht, wie viel Interesse das Interview, was wir zu viert geführt hatten, vor, ich glaube, 10 Tagen inzwischen, gefunden hat. Was uns auch gefreut hat natürlich, dass es nicht nur viel Interesse gefunden hat, sondern dass es auch viele positive Zustimmung gefunden hat. Das war der Grund gewesen, dass wir gesagt haben, wenn wir so einen Star bei unseren zunächst mal damals Experten haben, dann holen wir den auch hier hin, wenn der Weg so schön kurz ist. Deshalb ganz herzlichen Dank, dass du hierher gekommen bist und wir würden dann dich bitten, noch einmal die Hauptaspekte zu diskutieren, die zu eurer Empfehlung geführt hat. Arne Simon, wir hatten es beim Interview gesagt, ist der zweite Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie. Ich hoffe, es sind viele Fachgesellschaften, viele Namen. Viele unserer Gäste heute haben viele Facharzttitel, da kommt man manchmal so ein bisschen durcheinander, aber ich habe es richtig ausgesprochen. Gell? Also ganz herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Und wir freuen uns auch hier insbesondere über viele Fragen von Ihnen zu Hause. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für die freundliche Einladung. Das ist natürlich ein sehr, sehr kleiner Teilaspekt des Gesamtproblems, aber der wird besonders intensiv diskutiert und auch sehr emotional diskutiert. Und was in Fachkreisen ein wenig verwundert hat, ist, dass einige Politiker und Verantwortungsträger eben die Impfung für Jugendliche unter 16 Jahren und für kleinere Kinder quasi schon empfohlen haben, bevor die entsprechende Freigabe durch die europäischen Arzneimittelbehörden vorgelegen hat, insbesondere auch bevor die ständige Impfkommission eine entsprechende Empfehlung ausformuliert hat. Und das hat tatsächlich in der Fachwelt zu Irritationen geführt, sodass 30 Fachgesellschaften aus der Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlicher Fachgesellschaften in einer eigenen Stellungnahme die Rolle der STIKO in diesem Kontext gestärkt haben. Es ist extrem wichtig, dass die Abläufe so bleiben, wie sie sind, nämlich dass wir eine unabhängige Impfkommission haben, die über solche Dinge berät und auf der Grundlage der verfügbaren Evidenz dann auch entscheidet. Wir haben in unserer Fachgesellschaft relativ früh zu Beginn der Corona-Pandemie zwei Surveys initiiert. Das hier ist der erste. Da werden stationär behandelte Kinder, bei denen es zu einem Nachweis von SARS-CoV-2 gekommen ist, erfasst, und zwar nach der Entlassung, also mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung. Und ich zeige Ihnen halt hier Daten aus der 23. Kalenderwoche. Das sind 1593 Kinder, die dort erfasst wurden. Und Sie sehen hier, die blauen Anteile dieser Säulen sind die, die auf Normalstation behandelt wurden und die orangenen, die einer Intensivtherapie benötigten. Insgesamt ist es glücklicherweise bei Kindern und Jugendlichen so, dass 5% der stationär behandelten Kinder und Jugendliche eine Intensivtherapie benötigt. Und wenn wir uns anschauen, wie ist das Outcome bei Entlassungen, dann sehen wir, dass die allermeisten Kinder wieder ganz gesund werden, dass es einen gewissen Anteil gibt, der noch Restsymptome hat und dass glücklicherweise der Anteil der verstorbenen Kinder, ob mit oder an dieser Infektion, sehr, sehr klein ist, also bei 0,3% liegt. Und wir haben dann versucht,
auch auf der Grundlage von RKI-Daten abzuschätzen, wie hoch die Hospitalisierungsrate ist, das heißt der Anteil der SARS-CoV-2-infizierten Kinder und Jugendlichen, die aufgrund dieser Infektion ins Krankenhaus aufgenommen werden müssen. Und dabei muss man eben vor allen Dingen auch berücksichtigen, dass es hier eine gewisse Dunkelziffer gibt. Es gibt prospektive serologische Kohortenstudien, wie zum Beispiel die von den Kollegen aus München. Und wir können deshalb davon ausgehen, dass die reale Zahl der Kinder und Jugendlichen, die eine solche Infektion durchgemacht haben, um den Faktor 2 bis 3 höher ist, als die Zahl derer, bei denen das Virus tatsächlich mit PCR nachgewiesen wurde. Und wenn man dann das alles sehr, sehr konservativ kalkuliert, dann kommt man auf eine Hospitalisierungsrate, die so ungefähr in der Größenordnung von 2 auf 1000 liegt. Und da befinden wir uns durchaus im Bereich anderer respiratorischer Atemwegsviren, wie zum Beispiel dem Respiratorischen Syncytialvirus oder dem Influenza-Virus. Der zweite Survey, den wir aufgesetzt haben, und der wie der andere Survey auch jetzt von Reinhard Berner und Jakob Amann in Dresden weiter aufrechterhalten und weiterentwickelt wird, der befasst sich mit einem für diese Erkrankung sehr speziellen Krankheitsbild, das einige Wochen nach der eigentlichen Infektion auftritt, glücklicherweise auch bei einem sehr kleinen Teil der Kinder und Jugendlichen, und die Frage, ob es zu dieser systemischen Multiorgan-Inflammationssymptomatik kommt, die ist gar nicht davon abhängig, wie schwer krank das Kind bei der ersten Infektion war. Also das betrifft auch Kinder und Jugendliche, die zum Zeitpunkt der erste Infektion mit diesem Virus nur relativ milde Symptome hatten. Und wir haben eben hier 335 Aufnahmen erfasst in diesem gesamten Erfassungszeitraum. Und Sie sehen, dass das Ganze eben, wie gerade auch schon beschrieben, mit einer gewissen zeitlichen Latenz zu den eigentlichen Maxima der Nachweisraten verläuft. Das ist meistens einige Wochen, das ist aber bis zu 12 Wochen beschrieben im Abstand zur Erstinfektion. Und wenn wir uns eben da anschauen, wie ist es da bei der Entlassung mit den Patienten, dann stellen wir fest, dass doch ein erheblich höherer Anteil dieser Patienten eben noch Restsymptome hat oder sogar sogenannte Folgeschäden, also klinische relevante Einschränkungen bestimmter Organsysteme. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Und es ist auch so, dass von diesen 335 Kindern etwa die Hälfte vorübergehend einer intensivmedizinischen Behandlung bedurft. In der Regel steht hier nicht das respiratorische Versagen im Vordergrund, sondern es stehen Kreislaufinstabilitäten im Vordergrund. Das heißt, die Kinder brauchen spezielle Medikamente, um den Kreislauf zu stabilisieren. Und auf der Grundlage der gleichen Kalkulationen, die ich Ihnen eben schon mal vorgestellt habe, eingedenk auch der Dunkelziffer, über die wir aber letztendlich nur spekulieren können, gehen wir davon aus, dass das Risiko einer solchen PIMS, so nennt man dieses Syndrom, in Deutschland ungefähr bei 5 auf 10.000 liegt, bezogen auf Kinder und Jugendliche. Und was wir hier auch sofort mit berücksichtigen müssen, wenn Sie Studien aus anderen Ländern, insbesondere aus den USA, lesen oder auch aus Großbritannien, dann müssen wir genauso wie bei der Epidemiologie und Klinik der Infektion in Rechnung stellen, dass es dort viele Menschen gibt, die letztendlich schwarzafrikanische Vorfahren haben. Also es gibt dort genetische Unterschiede, die ein höheres Erkrankungsrisiko bedingen. Das ist auch in dieser Altersgruppe so, sodass die entsprechenden Zahlen in den USA und in Großbritannien möglicherweise deutlich höher liegen als bei uns hier in Deutschland. Wenn wir uns anschauen, um welche Folgeschäden handelt es sich denn da, dann betrifft das eben zum Teil das Herz-Kreislauf-System dahingehend, dass die Funktion des Myokards, also des Herzmuskels, vorübergehend eingeschränkt sein kann. Es können aber auch neurologische Symptome persistieren. Und das ist eben nicht unmittelbar zu vergleichen mit der Situation nach einer Intensivtherapie bei einem 65-jährigen Erwachsenen, der eben schwerste Komplikationen hatte und vielleicht sogar extrakorporal beatmungsunterstützt werden musste. Das sind vorübergehende Folgeschäden, die auch nicht mit dem sogenannten Long-Covid zu verwechseln sind. Und glücklicherweise ist bisher keines dieser Kinder an dieser Symptomatik verstanden.
Zulassungsstudie, die von BioNTech Pfizer eben angestrengt wurde, um die Sicherheit und Immunogenität und Effizienz dieses Impfstoffes bei Kindern ab 12 Jahren zu untersuchen, ist vor kurzem im New England Journal publiziert worden. Und ich kann das hier abkürzen, die STIKO hat nach sehr sorgfältiger Analyse dieser Daten entschieden, keine allgemeine Impfempfehlung in dieser Altersgruppe auszusprechen, auch vor dem Hintergrund der Krankheitslast, der Morbidität und Mortalität. Und insbesondere, und das wird in vielen Diskussionen eben auch oft zu kurz dargestellt, aufgrund der noch fehlenden zuverlässigen Daten zur Sicherheit dieses Impfstoffs in dieser Altersgruppe, hat die STIKO sich dazu entschieden, hier eine Indikationsimpfung, Impfempfehlung mit bestimmten Indikationen auszusprechen und hat dann eben Risikogruppen definiert. Und diese Risikogruppen sind weitestgehend identisch mit den Risikogruppen, die wir auch aus anderen und bei anderen Atemwegsviren berücksichtigen müssen. Das sind zum Beispiel Kinder mit schwerer neuromuskulärer Beeinträchtigung, Kinder mit Immunsuppression, Kinder unter einer zytostatischen Chemotherapie, aber auch Kinder mit einem schwer manifesten, schlecht eingestellten Diabetes oder anderen Krankheiten, zum Beispiel chronischen Krankheiten der Lunge, die nicht einfach nur als Diagnose vorliegen, sondern die die Kinder im Alltag deutlich beeinträchtigen. Die STIKO hat auf der anderen Seite aber auch einen Öffnungsparagraphen in ihrer Empfehlung enthalten, in dem eben ausgeführt wird, dass aufgrund der Zulassung dieses Impfstoffs es durchaus möglich ist, auch ansonsten gesunde Kinder und Jugendliche in diesem Alter zu impfen, nach sehr sorgfältiger Aufklärung durch die zuständigen Kinder- und Jugendmediziner und in enger Absprache mit den Eltern. Aber ganz wesentlich ist, dass der Druck für diese Bevölkerungsgruppe, doch jetzt möglichst schnell und umfassend geimpft zu werden, erstmal etwas zurückgenommen wurde. Und wir sind aber auf der anderen Seite ziemlich sicher, dass in einigen Monaten hier auch tatsächlich eine allgemeine Impfempfehlung folgen wird, wenn die entsprechenden Sicherheitsdaten aus Israel, aus den USA, aus Kanada, wo eben im großen Maßstab schon Kinder und Jugendliche in dieser Gruppe geimpft werden, vorliegen. Und eine Komplikation, eine sehr seltene Komplikation dieser Impfung ist eben tatsächlich eine vorübergehende und insgesamt auch bei den meisten Fällen milde verlaufende Entzündung des Herzmuskels und des Perikards, wo ein epidemiologischer Zusammenhang besteht, der doch nahelegt, dass es eben bei einem sehr, sehr kleinen Anteil der Kinder und Jugendlichen zu dieser Komplikation kommen kann. Das hat aber bisher nicht dazu geführt, zum Beispiel auch nicht dazu geführt, dass die Behörden in den entsprechenden Ländern eben über einen Warnhinweis hinaus ihre Impfstrategie grundsätzlich verändert hätten. Das heißt, die Perspektive für den Herbst ist tatsächlich, dass sich die Situation bei Kindern und Jugendlichen indirekt sehr deutlich dadurch verbessern wird, dass in der Allgemeinbevölkerung ein viel höherer Anteil von Erwachsenen geimpft ist. Das wird sicherlich auch die Situation in Schulen und anderen Gemeinschaftseinrichtungen deutlich entspannen. Und wir erwarten eigentlich, dass es dann später auch bei uns zu einer breiteren Impfempfehlung kommen wird, vorausgesetzt, dass wir im Rahmen der Pharmakovigilanz eben keine Warnsignale aus den Ländern erhalten, in denen im größeren Maßstab bereits geimpft wird. Vielen Dank. Ja, super. Ganz, ganz herzlichen Dank. Nur nochmal zur Verständnis, Sicherheitsdaten heißt dann eben nicht das, was wir aus dem randomisierten Studium bei 2000 Menschen sehen, sondern das, was wir dann sehen, wenn wir Zehntausende, Hunderttausende, das ist das, worauf wir warten. Das ist das, worauf wir warten und man kann viel, viel, viel darüber spekulieren, aber wir haben ja gesehen, dass die Erkrankung ganz offensichtlich auch bei Kindern anders verläuft, glücklicherweise insgesamt viel, viel milder, das ist aber eben sehr selten, solche hyperinflammatorischen Reaktionen gibt und deshalb können die Ergebnisse von Erwachsenen, Probanden oder Eltern und Jugendlichen nicht eins zu eins ohne weiteres auf die jüngeren Kinder übertragen. Was ich ja ganz spannend finde dabei ist, wie unterschiedlich die Einschätzung ist von der Größe der Studie von Dr. Frank und Mitarbeitern. Man hört von den einen, die sagen, wie toll das ist, 2000 Menschen zu randomisieren im jugendlichen Alter. Andere sagen auch, das ist eine relativ kleine Studie. Das zeigt wieder, wie man unterschiedlich
Blickwinkel auf im Prinzip die gleichen Daten werfen kann. Ja. Wir haben eine Frage über Amboss gerade reinbekommen, die ich auch vorlesen möchte, weil sie ein bisschen kompliziert ist. Aus der Studie geht nicht hervor, ob für ein Kind ohne Risiko, schrägstrich ohne Vorerkrankung, einzeln gesehen, also nicht im Sinne von Herdenschutz, eine Impfung weniger Risiko ist als die eventuelle Infektion. Zwar wurden in der Währunggruppe 16 Kinder positiv getestet, jedoch ist wohl kein Kind schwer erkrankt. Und vor einer Corona-Infektion versucht man sich zu schützen. Nach einer Impfung streckt man bewusst den Arm aus. Ich denke mal nicht, ist gemeint den Arm zum Impfen ausstrecken, sondern ich denke, Arm ausstrecken meint jetzt, dass die Wahrscheinlichkeit, ein Virus zu bekommen, ist möglicherweise größer. Das heißt, das Risiko einer schweren Impfnebenwirkung müsste ja um ein Vielfaches niedriger sein als ein schwerer Corona-Verlauf. Ist das der Fall? Das ist eine komplizierte Frage. Ja, aber der Grundgedanke ist, glaube ich, gar nicht so kompliziert. Wenn wir eine Impfung empfehlen in einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, dann muss die Gruppe selber ja auch einen deutlichen Vorteil durch diese Impfung haben im Hinblick auf das Risiko, schwer zu erkranken oder sogar an dieser Erkrankung zu versterben. Und das ist tatsächlich bei Kindern, die jünger sind als 14 Jahre, sehr, sehr, sehr klein. Und es besteht ein wenig die Gefahr, dass die Impfung hier aus anderen Gründen von den Kindern und Jugendlichen selber oder auch von ihren Eltern gefordert wird. Gründe, die eigentlich nicht primär medizinischer Art sind. Also es gibt zum Beispiel, berichten mir niedergelassene Kinderärzte, dass jetzt sehr viele Jugendliche sich ganz schnell mit dem Johnson-Johnson-Impfstoff impfen lassen wollen, weil da braucht man nur eine Dosis, damit sie eben schnell in den Urlaub fahren können. Glücklicherweise ist es so, dass sowohl die STIKO ganz explizit als auch zum Beispiel Frau Merkel gesagt haben, es darf auf keinen Fall passieren, dass der Zugang zu öffentlichen Einrichtungen, Bildungseinrichtungen etc. etc. davon abhängig gemacht wird, ob ein Kind geimpft ist oder nicht. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, das unterstützen auch die pädiatrischen Fachgesellschaften alle nachdrücklich. Im Gegenteil, wir sind der Meinung, dass die Schulen weitestgehend wieder geöffnet werden können und dass die Schule eigentlich ein sicherer Ort ist, wenn man bestimmte Vorsichtsmaßnahmen dort umsetzt. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht sozusagen medizinfremde Gründe anführen, um Kinder und Jugendliche zu impfen, deren Risiko eben insgesamt doch recht niedrig ist. Und die Einmalimpfung ist hier nicht zugelassen. Völlig korrekt. Also insofern gibt es da gar keine Möglichkeit. Ja. Jetzt kommt noch eine Frage aus Frankfurt-Bockenheim, deshalb ganz herzliche Grüße zurück nach Frankfurt. Spielen Kinder bei der Verbreitung der Infektion im Vergleich zu Erwachsenen eine besondere Rolle? Gibt es dazu Daten? Ja, es gibt eine besondere Rolle und das Besondere ist, dass sie eine untergeordnete Rolle spielen. Also nach allem, was wir bisher wissen, sind die meisten Kinder, die diese Infektion erwerben, haben diese Infektion von erwachsenen Kontaktpersonen in ihrem engen Umfeld erworben. Es gibt auch sehr, sehr gute Daten inzwischen aus verschiedenen Regionen, unter anderem aus Frankfurt, aus Rheinland-Pfalz, aus Berlin, aus Köln, die gezeigt haben, dass die Kinder zum Beispiel unmittelbar nach den Ferien positiv getestet wurden. Das bedeutet, sie haben diese Infektion im häuslichen Umfeld erworben. Das muss man einfach berücksichtigen, wenn man darüber diskutiert, die Kinder von der Teilhabe an Schule und Ausbildung auszuschließen durch Lockdown und ähnliche Maßnahmen. Das ist nach unserer Auffassung überhaupt nicht mehr adäquat und das sollte sich unbedingt dringend Sie merken, Martin, das ist das jetzt nicht nur im Raum, sondern auch im Bild. Ich nutze das mal gerade, wir hatten es bei unserem Interview schon angesprochen. Was ich ja ganz spannend fand, ist, dass die immunologische Antwort bei den Jugendlichen in der Studie von Dr. Frank sogar stärker gewesen ist als bei Erwachsenen. Hat dich das überrascht oder hättest du damit gerechnet? Das ist eine spannende Frage. Ich meine, wenn man jetzt die Erwachsenen alleine anguckt, dann sieht man zumindest mal, dass die Immunantwort mit zunehmendem Alter abnimmt. Und insofern, dass sie dann im frühen Alter, also sprich bei Kindern und Jugendlichen, stärker ausgeprägt ist, das passt vielleicht dann in diese Gesamtdynamik. Ja. Also seht ihr das auch bei euren Daten? Ihr habt ja wahrscheinlich auch ein großes Altersspektrum von Mitarbeitern im Universitätsklinikum, vom Medizinstudenten oder Schwesterschüler bis hin dann zum 65-jährigen Ordinarius.
Also das haben wir in der Tat im größeren Spektrum, wenngleich wir natürlich am Klinikum keine Hochbetagten haben, die jetzt hier dann insbesondere hier die etwas eingeschränkte Immunfunktion haben. Also in dem Altersspektrum, sage ich jetzt mal bis 65, wirkt sich das noch gar nicht so deutlich aus oder allenfalls in diesen Fallzahlen. Aber in dem Kollektiv, was wir haben, sehen wir eigentlich keine altersabhängigen Unterschiede. Und jetzt kommt noch eine ganz, ganz spannende Frage. Auch die hatten wir so ein bisschen ja schon angerissen. Kollege aus der Südwestpfalz, ganz herzliche Grüße nach Pirmasens, glaube ich. Warum impfen wir denn den gesunden 20-Jährigen eher als einen 15-Jährigen? Beide wollen geschützt sein und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Ich denke mal, gesellschaftliches Leben ist jetzt nicht die Schule gemeint, sondern ist alles, was da nachmittags und abends passiert. Das heißt, warum diese Grenze? Die Grenze ist ein bisschen arbiträr. Es ist tatsächlich so, dass wir eigentlich davon ausgehen, wenn wir uns die Daten anschauen, dass die Kinder, die älter sind als 14, das wird von uns immer so als Grenze angegeben, mit den Erwachsenen mehr oder weniger zu vergleichen sind. Auch im Hinblick auf das Übertragungsrisiko. Und es mag durchaus auch Jugendliche geben, bei denen das Übertragungsrisiko höher ist, weil sie bestimmte Regeln eben nicht einhalten. Aber die Gesamtsituation verändert sich ja und ich denke, dass das Erste und das Wichtigste ist, dass die Risikopatienten geimpft sind und dass dann die Erwachsenen geimpft sind, bei denen wir ja eben hervorragende Sicherheitsdaten auch haben zu diesen Impfstoffen. Und die Frage, ob man jüngere Kinder dann impft, die jetzt keine Grunderkrankung haben, die hat wirklich Zeit in Ruhe im Herbst entschieden zu werden. Ich muss noch eine Frage stellen, dann lassen wir dich an die Uni zurück. Wie groß sollte unsere Angst vor den Myokarditiden sein? Das ist jetzt ja in der öffentlichen Wahrnehmung jetzt das große Thema. Das waren vor ein paar Monaten die Thrombosen gewesen. Gar keine Frage, dass die Thrombosen dramatisch sind, dass daran Menschen gestorben sind. Und da haben wir den größten Respekt davor. Wie verhalten wir uns jetzt mit den Myokarditiden? Also wir müssen selbstverständlich, wenn wir Kinder aus dieser Altersgruppe impfen, darüber aufklären, dass es ein sehr, sehr, sehr kleines Risiko gibt. Es inzwischen eine Handvoll Kinder und Jugendliche aus verschiedenen Ländern berichtet, also aus Finnland, aus den USA. Und das ist eine extrem seltene Nebenwirkung, die glücklicherweise in den allermeisten Fällen auch sehr, sehr milde verläuft. Ja, aber sie ist vorhanden und wir müssen jetzt einfach mal abwarten, wie sich das weiterentwickelt, ob noch andere solche wahrscheinlich autoimmunologisch bedingten Veränderungen auftauchen im Kontext mit der Impfung. Und deshalb dürfen wir auch nicht zu leichtsinnig handeln. Ganz, ganz herzlichen Dank. Dann lassen wir dich jetzt zurück an die Uni. Wir freuen uns, dass es geklappt hat heute, denn wie gesagt, das ist, glaube ich, ein Thema, was im Moment extrem kontrovers diskutiert wird. Und insofern ganz, ganz herzlichen Dank. Herzlich Dank. So, jetzt frage ich mich, haben wir jetzt einen Gast hier oder haben wir eigentlich schon ein Ehrenmitglied? Oh. Weil das ich glaube, vierte Mal ist, dass wir uns jetzt bei Markt & Hoch treffen. Das erste Mal, dass wir das hier live machen, aber wir haben schon drei spannende Interviews zusammengeführt mit Urban Sister, der Mann, mit Matthias Bien und mit der Daniela Weißkopf in San Diego, bei San Diego, nach Holland, glaube ich. Ja. Ja. Also, wir haben jetzt insofern auch eine Premiere. Bisher haben wir ja über das Impfen gesprochen, von Seiten von Stefan Schirmer und von mir eher aus dem Blick des interessierten Impflein oder immunologischen Lines. Mit Sören Becker als Experten im Bereich der Mikrobiologie. Jetzt haben wir aber jemanden, der nicht nur darüber redet und eine Meinung hat, sondern auch eigene Daten hat. Insofern freut uns das extrem, dass du da bist. Und wir haben Daten, immer wenn wir mit dir sprechen, hast du gerade 24 Stunden vorher ein Paper publiziert. So war es jetzt auch gewesen, zumindest vorpubliziert. Ja. Genau. Also insofern top aktuell, was wir jetzt vielleicht hören werden. Ja, vielen Dank, lieber Gunnar. Das ist in der Tat eine Premiere jetzt dieser Daten, dass ich diese hier präsentiere. Ja, es geht heute um die Immunität nach heterologer Impfung und in einem zweiten Teil um die Immunität nach Organtransplantation. Ich möchte mit dem ersten Teil der heterologen Impfung beginnen. Und das ist letztendlich eine Situation, die wir untersuchen konnten, dadurch, dass wir eben durch die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission eine Situation hatten, dass die homologen Impfungen, nämlich aus Vektor oder die homologe Impfung von zwei mRNA-Impfstoffen,
jetzt durch die Nebenwirkungen der Vektorvakzine letztendlich noch ergänzt wurde durch eine heterologe Impfung, bei der Geimpfte unter einem Alter von 60 Jahren, die eine Erstimpfung mit der AstraZeneca-Vakzine erhielten, dann eine Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff erhalten sollen. Wohl wissend, dass es für diese heterologe Impfung noch keine immunologischen Daten gab. Das liegt jetzt mittlerweile vor und auch wir haben uns in Zusammenarbeit mit der betriebsärztlichen Dienststelle am Universitätsklinikum des Saarlandes an einer solchen Untersuchung beteiligt und eine Studie durchgeführt, bei der wir jetzt an 216 Geimpften die Immunität der heterologen Impfung analysiert haben. Wir haben uns dabei nach der Zweitimpfung die Immunität in Form von Antikörpern, IgG und die neutralisierende Aktivität angesehen und zudem die spezifische Immunantwort in Form von T-Zellen, als da wären CD4 und CD8-T-Zellen und wir haben begleitend auch noch die Nebenwirkungen, die durch die Geimpften erheben lassen. Nun, in einer ersten Studie haben wir uns zunächst mal angesehen, das ist jetzt noch nicht heterolog geimpft, wie welchen Einfluss die verschiedenen Impfstoffe auf die Induktion einer Immunantwort haben. Und hier haben wir anhand von 70 gesunden Kontrollpersonen nach Erstimpfung verglichen, das sehen Sie jetzt links oben, wie die Antikörper induziert werden, wenn man eine Vektor- oder eine mRNA-Vakzine erhält. Und wie Sie sehen, ist die Antikörperantwort bei mRNA-Geimpften signifikant höher als bei Vektorgeimpften. Und das gilt auch, das ist darunter zu sehen, für die neutralisierende Aktivität der Antikörper. Und wenn Sie jetzt rechts auf die T-Zellantwort gucken, da ist das genau umgekehrt. Das heißt, die Vektorvakzine induziert prominent sowohl CD4 als auch CD8-T-Zellen. Das tut sie deutlicher, als es die mRNA-Impfstoffe tun. Und von diesen Basisdaten der Erstimpfung war es natürlich jetzt spannend zu beobachten, was eine Zweitimpfung induziert und in welchem Maße, insbesondere bei den homologen und bei den heterologen Kombinationen. Und das sind jetzt die Daten, die ich heute jetzt hier zum ersten Mal präsentiere. Sie sind heute als Preprint erschienen und Sie sehen jetzt links die homologe Vektor-AstraZeneca-Kombination, links die Antikörper, rechts die neutralisierende Funktion der Antikörper, in der Mitte die heterologe Kombination und rechts im Diagramm die homologe mRNA-Kombination. Und wie Sie sehen, induziert die heterologe Impfung eine sehr deutliche Antikörperantwort, die in gleichem Maße wie die homologe mRNA-Impfung ausfällt und aber sehr viel stärker beide Gruppen ausfallen als die homologe AstraZeneca-Impfung. Man muss allerdings dazu sagen, dass alle drei Impfregime in der Lage sind, Antikörper zu induzieren. Das heißt, es haben nahezu alle Geimpften eine Immunantwort aufgebaut. Diese schwarzen oder dunkel symbolisierten Personen, das sind Personen, die eine Moderna-Impfung erhielten. Alle anderen Symbole betreffen Personen, die eine BioNTech-Pfizer-Impfung erhielten. Das heißt, die mRNA-Vakzine haben sich hier gleich verhalten. So, wie sieht es nun auf der Ebene der T-Zellen aus? Das ist hier gezeigt. Links sehen Sie die Helfer-T-Zellen, die CD4-T-Zellen. Da ergibt sich eigentlich von der Induktion ein ähnliches Bild wie für die Antikörper auch. Also Sie sehen deutlich höhere T-Zell-Level für die heterologe Impfung und die homolog-mRNA-Geimpften und etwas schwächer für die Doppelvektor-Geimpften. Auf der Seite der CD8-T-Zellen sahen wir einen erstaunlichen Unterschied. Da hatte die heterologe Impfung eindeutig die stärkste Induktion einer CD8-T-Zellantwort induziert und das unterschied sich deutlich von den beiden homologen Armen. Das war doch ein sehr deutlicher Vorteil der heterologen Impfung, in dem eben hier eine sehr starke CD8-T-Zellantwort induziert wurde. Wie sah es mit den Nebenwirkungen aus? Das ist jetzt ein sehr volles Bild. Wenn Sie jetzt jeweils die zwei linken Säulen betrachten, das betrifft die Erstimpfung mit entweder Vektorvakzine oder mRNA-Impfstoff. Und oben rechts sehen Sie die lokalen Nebenwirkungen, als da wären Schmerzen an der Einstichstelle oder Schwellung. Und da waren eigentlich beide Regime in der Erstimpfung gleich.
In den unteren Diagrammen sehen Sie allerdings die Unterschiede in den systemischen Wirkungen. Bekanntermaßen war ja da die AstraZeneca-Vakzine mit höherem Ausmaß an systemischen Nebenwirkungen vergesellschaftet, was wir auch in unserer Studie beobachtet haben im Vergleich zu der mRNA-Vakzine. Wenn Sie jetzt jeweils die drei rechten Säulen betrachten, da sehen wir jetzt wieder die doppelte Vektor, die heterologe Impfung und die zweifach mRNA-Geimpften. Da sieht man jetzt, dass die Vektor-Vektor-Vakzine Geimpften die geringsten Nebenwirkungen aufwiesen und während die beiden mit mRNA geboosterten Kollektive ein ähnliches Nebenwirkungsspektrum hatten, was aber deutlich geringer ausgeprägt war als die Vektorimpfung nach der Erstimpfung. Und in dem Panel B sehen Sie jetzt die subjektive Wahrnehmung der Geimpften, was hat man schlimmer empfunden, die Erst- oder die Zweitimpfung. Das war natürlich sowohl in der Astra-Homolog-Geimpften als auch in der Heterolog-Geimpften von der Schwere der systemischen Nebenwirkungen der Astra-Erstimpfung dominiert. Aber insgesamt hat sich eine sehr gute Verträglichkeit ergeben. So, welche Studien gibt es jetzt noch zur heterologen Impfung? Die kamen eigentlich jetzt alle ja in den letzten, kann man sagen, zwei Wochen heraus. Neben unserer Studie, die ich Ihnen jetzt gerade hier in Kürze vorgestellt habe, gibt es noch eine interessante Studie aus der Charité, bei der die heterologe Impfung mit dem Doppel-BioNTech-Regime verglichen wurde. Ein Pendant gab es von der MHH in Hannover, bei der die Astra-Astra-Geimpften mit der heterologen Komponente verglichen wurden. Und es gibt noch eine spanische Studie, bei der die Einfachvektorimpfung mit der heterologen verglichen wurde. Und schließlich erwarten wir noch immunologische Daten aus einer randomisierten Studie aus England, bei der nicht nur die Vektor-mRNA, sondern umgekehrt auch die mRNA-Vektorvakzine drin ist, heterolog. Da gibt es Nebenwirkungsdaten, allerdings noch keine Immunitätsdaten. Das ist bislang die Datenlage zu den heterologen Impfungen. Und ich möchte gerade noch kurz die Daten der Charité vorstellen, beispielhaft für die anderen, weil, wie Sie sehen werden, sprechen eigentlich die Daten alle die gleiche Sprache. Die Charité hat, das sieht man jetzt hier, nicht nur die Zweitimpfung angeguckt, sondern auch noch die Erstimpfung. Und das sind jeweils die ersten Säulen. Und was man jetzt hier sieht, oben die Antikörpertiter gegen Spike, dann die Antikörper gegen rezeptorbindende Domäne oben rechts und unten links die Avidität, den Neutralisationstest und letztendlich unten rechts die Daten zu der T-Zellfunktion. Und was Sie hier sehen, sieht man jetzt, wenn man wieder die homologe Impfung, das sind die roten, mit den heterologen vergleicht, das sind die blauen Symbole, sieht man auch wieder, dass sich eindeutig ein sehr schöner Boost ergibt in der Immunantwort, sowohl Antikörper als auch T-Zellen. Und diese Immunität liegt in der ähnlichen Größenordnung wie die Homolog-BioNTech-Geimpften. Man hat sogar hinsichtlich der Avidität oder auch hier in der T-Zell-Funktion hier gemessen, als in der Interferon-Gamma-Release, sogar noch einen Vorteil bei der heterologen Impfung. Auch das Nebenwirkungsspektrum war sehr vergleichbar. Hier sehen Sie links wieder die Erstimpfung in den ersten beiden Säulen und die Zweitimpfung in den zweiten beiden und links sehen Sie auch wieder die lokalen Reaktionen, die vergleichbar waren und die systemische Reaktion in der Mitte war wieder bei der AstraZeneca-Impfung natürlich sehr dominant und hat auch dazu geführt, das sieht man recht, dass vermehrt eben auch Medikationen gegen eben systemische Nebenwirkungen eingenommen werden mussten. Aber hier auch sieht man also in beiden rechten Säulen, die Nebenwirkungen waren moderat und vergleichbar bei homolog- und heterologer Impfung. Das unterscheidet sich etwas von der Studie aus Großbritannien, die bereits veröffentlicht wurde. Und da müssen Sie jetzt einfach mal auf diese zweiten und vierten Balken gucken, das sind nämlich die heterologen Säulen. Und da sieht man durchweg, dass die Nebenwirkungsspektren, insbesondere der systemischen Art, hier sehr viel ausgeprägter sind als die homologen. Und der einzige Unterschied, der sich hier mir erschließt zwischen diesen Daten und dem, den ich gerade von uns vorgestellt habe oder auch aus der Charité, ist der Impfabstand von hier 4 Wochen und in den deutschen Daten
von 9 bis 12 Wochen, dem derzeit empfohlenen Impfabstand zwischen AstraZeneca und der Booster-Immunisierung. Also das könnte durchaus einen Einfluss haben auf das Nebenwirkungsspektrum der Impfabstand und möglicherweise auch auf die Immunität. Hier erwarten wir mit Spannung, welche Immunitätsdaten hier dann präsentiert werden aus dieser sogenannten Combivac-Studie. So, also die Zusammenfassung zur heterologen Impfung. Alle Regime führen zu einer Immunität und das haben ja auch die Zulassungsdaten gezeigt, dass auch trotz der etwas geringeren Antikörperinduktion auch die AstraZeneca-Doppelimpfung zu einer guten Effektivität führt. Für die heterologe Impfung konnten wir und andere zeigen, dass sie zu einer Induktion von Antikörpern und T-Zellen führt. Sie waren deutlich ausgeprägter als nach der homologen Vektorimpfung, ähnlich oder stärker ausgeprägt als nach homologer mRNA-Impfung und besonders deutlich wurden CD8-T-Zellen nach heterologer Impfung induziert und insgesamt wurde das Regime sehr gut toleriert. Jetzt wollte ich noch in dem zweiten Abschnitt auf die Immunität nach Impfung bei Transplantierten eingehen. Hier hat man im Vergleich zu Immungesunden ein deutlich ernüchterndes Ergebnis. Hier sind Daten jetzt bezüglich der Antikörper, oben links aus den USA, aus Israel, aus Griechenland, aus Deutschland. Alle sprechen die gleiche Sprache, nämlich man sieht eine signifikant geringere Impfresponse bei Transplantierten und die liegt auf Ebene der Antikörper zwischen 22 und knapp 60%. Und das unterscheidet sich natürlich deutlich von der nahezu 100%igen Ansprechrate bei Immungesunden. Wenn man sich jetzt die T-Zellen anschaut, und das sind die Daten unserer Erstimpfung, unsere Studie läuft noch, weil bei uns, das sind jetzt die Daten hier, die meisten Patienten mit AstraZeneca-Vakzine geimpft wurden, dann sieht man auch wieder eine deutlich schlechtere Ansprechrate bei solid Organtransplantierten, sowohl was die Antikörper angeht, die beiden linken Diagramme, als auch was die T-Zellen angeht. Aber man sieht auch, wenn man beide Parameter kombiniert, kann man doch die Ansprechrate sehr viel genauer analysieren, als man es auf Antikörperebene alleine kann. Das heißt, wir haben auf Antikörperebene lediglich 5% Ansprechrate nach Erstimpfung gesehen, die doch, wenn man T-Zellen noch mit berücksichtigt, auf 26% ansteigt, was ja durchaus ein positives Signal ist. Ob das jetzt mit der Dominanz der Vektorvakzine zusammenhängt, das werden unsere Follow-up-Daten zeigen und hier sind wir jetzt gerade mitten in den Messungen, weil alle nahezu alle haben jetzt gerade auch ihren Zweitimpfungstermin. Es gibt noch schöne T-Zell-Daten auch aus Italien beispielsweise. Eine Studie ist hier stellvertretend dargestellt, jetzt nach der zweiten Impfung bereits mit einer mRNA-Vakzine. Und auch hier ergibt sich das gleiche Bild. 37% Ansprechrate auf Basis von Antikörpern und knapp 60% auf Basis von T-Zellen, sodass man hoffentlich durch kombinierte Analyse hier das Geschehen etwas besser beurteilen wird können. Jetzt gibt es natürlich angesichts dieser doch schlechteren Ansprechrate schon erste Daten. Das ist jetzt eine Studie, die gerade vor 2 Tagen publiziert wurde, eine kleine Studie aus Johns Hopkins. 30 Patientinnen wurden, die nicht auf die doppelte mRNA-Impfung ansprachen. 57% waren BioNTech-Pfizer geimpft, 43% Moderna. Die hatten keine oder eine geringe Ansprechrate und erhielten noch eine dritte Impfung, entweder mit Johnson & Johnson, mit BioNTech-Pfizer oder mit Moderna. Und die Daten sind hier jetzt kurz zusammengefasst, man kann noch nicht so viel daraus schließen. 6 hatten geringere Titer und hatten danach hohe Titer, 24 zuvor negativ, davon hatten 6 danach hohe Titer, 2 geringer und 16 blieben auch nach der dritten Impfung negativ. Also das ist eine erste Studie der dritten Impfung und damit möchte ich jetzt die Daten kurz zusammenfassen und dann auch eine Perspektive, wie es jetzt hier vielleicht weitergehen sollte. Also wir wissen, dass die Ansprechrate durch Antikörper unterschätzt wird. Wir sehen insgesamt durch T-Zellen ein etwas mehr Ansprechen, aber sowohl Antikörper als auch T-Zell-Frequenzen sind geringer bei Transplantierten. Risikofaktoren für geringeres Ansprechen wird man studieren müssen. Dazu zählen Hochdosis-Immunsuppression, Antimetabolite, aber auch das Alter. Wir sehen auch Unterschiede in den Vakzintypen, das wird auch nochmal spannend werden, um auch dann die nächsten Regime zu steuern. Wir sehen auch angesichts der doch schlechteren Impfresponse,
Transdurchbruchsinfektionen bei Transplantierten trotz Impfung. Wir sehen allerdings auch eine bessere Ansprechrate bei Dialysepatienten, also sprich vor Transplantation, was letztendlich auch in eine klare Empfehlung münden sollte, dass Patienten auf der Warteliste bereits geimpft werden sollten, möglichst bevor dann eine Transplantation durchgeführt wird, weil da die Ansprechrate deutlich besser ist. Wir sehen auch, das hatte ich jetzt noch nicht erwähnt, aber es gibt einige Berichte, dass eben Patienten, organtransplantierte Patienten mit vorbestehender Infektion eine sehr deutliche Induktion der Immunität nach Impfung zeigt, und das ist doch ein sehr gutes Ergebnis, dass zumindest die vorbestehende Immunität durch eine Impfung geboostert werden kann. So, wie könnte es weitergehen? Quo vadis bei Patienten, die eben immunnaiv sind? Bei Respondern wird man gut anhand der T-Zellen und der Antikörper überprüfen müssen, wie stabil die Immunantwort ist, um dann auch den Zeitpunkt eines Boosts nochmal zu bestimmen, wie auch bei Immungesunden. Bei Non-Respondern wird man Risikofaktoren studieren müssen, um dann bei der Wahl der Wiederholungsimpfung dann entsprechend auf Basis der Datenlage möglicherweise individualisiert eine homologe oder eine heterologe Impfung anzusteuern. Es gibt noch neue Impfstoffe in der Pipeline, die hier vielleicht einen Benefit bringen. Höhere Dosierung wird erwogen oder auch veränderte Intervalle, die hier die Immunantwort boostern könnten. Möglicherweise auch in Kenntnis der Risikofaktoren der Immunsuppression und Modulation der Immunsuppression und schließlich auch individualisierte Strategien, je nachdem, ob Antikörper oder T-Zellen bereits vorliegen. Das wird dann hoffentlich dazu führen, dass auch Transplantierte ein Mehr an Immunität entwickeln. Bei den vorimmunisierten Patienten, da sehen wir, dass die doch alle auf Basis der Datenlage zu den Respondern zählen. Auch hier wird man dann auch die Stabilität testen müssen, wie bei Immungesunden. Und die Durchbruchsinfektion, das ist auch nochmal ein wichtiges Feld, was man auf Basis der induzierten Immunität auch hier nochmal Risikofaktoren studieren muss. Und damit wäre ich am Ende meines Überblicks zur heterologen Impfung und zur Immunität bei Transplantierten und stehe gern für Fragen zur Verfügung. Super, ganz herzlichen Dank. Also, wir bemühen uns seit einem halben Jahr aktuell zu sein, aber so aktuell waren wir noch nie, dass wir mit dem Experten sprechen konnten, wo gerade erst das Paper weniger als 24 Stunden alt ist. Vielleicht sprechen wir kurz so ein bisschen, wohl wissen, dass wir über unsere übliche Zeit schon hinaus sind, aber wir sind halt heute auch zwei mehr und wir haben extrem spannende Themen. Insofern glaube ich, sollten wir das an dieser Stelle auch nicht abwürgen, sondern die Chance nutzen, dass du jetzt da bist. Vielleicht nochmal kurz zu den verschiedenen Impfschemata bei Gesunden. Und da drängt sich bei mir so ein bisschen die Frage auf, wenn man eure Daten anguckt, wenn man die anderen Daten anguckt, gibt es denn außerhalb von randomisierten Studien, von der englischen Studie, die noch läuft, überhaupt noch einen Grund, die Zweitimpfung jetzt noch mit dem Adenovirus-basierten Impfstoff zu machen? Oder sollten wir nicht sagen, wir sollten die jetzt alle im klinischen Alltag umstellen? Das ist eine gute Frage. Das habe ich mir natürlich auch gestellt, angesichts dieser doch deutlichen Unterschiede. Ich meine, man induziert zwar die Immunität bei allen, aber das Level, was man erreicht, ist doch durch die heterologe Kombination sehr viel deutlich stärker. Und wenn man jetzt berücksichtigt, dass derzeit besonders ältere Menschen, also ab 60, diese heterologe Kombination bekommen, könnte man strategisch natürlich aus diesen Erkenntnissen auch die Impfstrategie fortentwickeln, dass man tatsächlich die heterologe Kombination bei allen wählt, weil netto bedarf es der gleichen Menge des Impfstoffs. Müssen wir vorsichtig sein, müssen wir Wasser in den Wein gießen und vorsichtig sein, weil es ja keine klinischen Daten gibt. Es sind alles Daten zur Immunantwort. Antikörper kann jeder messen, jeder kann als Eigenleistung zu seinem Hausarzt gehen und sagen, mach mir mal für 20 Euro einen Titer, der kriegt das gemacht. Macht ganz viel Verwirrung natürlich, Leute kommen jetzt alle und sagen, soll ich nicht irgendwie anders irgendwas miteinander mischen? Könnt ihr das konkludieren auf Basis der Daten oder müssen wir sagen, wir müssen warten und kommen überhaupt Endpunktdaten zur Infektion durch diese, dann brauchen wir wieder viele, viele, viel höhere Patientenzahlen. Das ist die eine Frage. Die andere kurze Frage, gibt es irgendeine klinische Möglichkeit, diese T-Zell-Antwort zu messen? Bis jetzt nur in Studien, oder? Bei euch im Labor? Bis jetzt vielleicht die letzte Frage zuerst, bis jetzt eher in Studien. Die Tests, es gibt zwar auch schon kommerziell verfügbare Tests, also es sind jetzt auch gerade auf den Markt gekommen, also beispielsweise die Berliner Studie, die hat einen Test verwendet, der kommerziell verfügbar ist, also das
kann man schon messen und sicherlich auch in Laboren schon bestimmen lassen. Und zur ersten Frage hast du sicherlich recht, also es sind keine Effizienzdaten, sondern allenfalls immunologische Surrogate einer impfinduzierten Immunität. Jetzt wird natürlich viel diskutiert, was möglicherweise Korrelate des Schutzes oder auch der Effizienz sind. Und hier gibt es sehr, sehr fortgeschrittene Überlegungen oder auch Evidenz, dass wahrscheinlich neutralisierende Antikörper ein ganz gutes Korrelat darstellen. Aber das werden in der Tat noch weitere Untersuchungen zeigen müssen. Aber es wird sicherlich so sein, dass wir keine randomisierten Studien wahrscheinlich in dieser Form mehr durchführen können, schon gar nicht placebo-kontrolliert angesichts des großen Erfolges dieser Impfstoffe. Also insofern wird man wahrscheinlich aus solchen immunologischen Daten der besseren Definition von Korrelaten der Effizienz dann die weiteren Strategien entwickeln müssen. Die spannende Frage ist ja, wann wird das Tor aufgemacht für die dritte Impfung? Im Moment ist die Empfehlung in meinen Augen noch ganz klar. Im Moment ist es in der Tat auch so, dass ich sagen würde, außerhalb von klinischen Studien nicht zu viel messen, was uns verwirrt, was möglicherweise den Arzt dann reich macht, aber den Patienten verwirrt. Wenn man ihn als Patient bezeichnen möchte, das ist ja auch noch die spannende Frage. Die Franzosen haben die Tür geöffnet, die Franzosen impfen dreimal. Von da gibt es Observationsstudien für klinischen Alter. Ja. Bei transplantierten Immunsuppressiven, ich glaube auch Dialysepatienten, wenn ich es richtig habe. Ich glaube auch, ja, die Franzosen impfen schon bei Dialysepatienten auch, ja. Und da ist ja bei uns auch in der Nephrologie eine ganz große Unruhe im Feld. Es ist so ein bisschen immer so ein Rad vorm Start, dass man merkt, jeder will jetzt losschießen und dann fragt man doch rum und irgendwann gibt dann schon die dritte Dosis. Aber im Moment würden wir sagen, nein, weil die Empfehlungen noch nicht da sind. Und das, was wir am Schluss gesehen haben, ist der Blick in die Zukunft. Ja, ich denke im Grunde, die Empfehlungen gibt es noch nicht. Natürlich, die Patientinnen und Patienten sind natürlich auch besorgt angesichts dieser schlechten Ansprechrate und durch solche Überlegungen werden wir natürlich, es wird auf eine dritte Impfung rauslaufen, aber ich denke, es kommen jetzt auch noch spannende Erkenntnisse. Also es gibt noch keine Evidenz für die AstraZeneca-Vakzine bei Transplantierten, außer den Daten, die wir jetzt beispielsweise erheben oder in Deutschland insgesamt, wo diese Vakzine zum Einsatz kommt, aber auch in vielen europäischen Ländern. Also hier kann natürlich auch diese Kombination aus der heterologen Impfung möglicherweise zu einem Mehr an Immunität führen. Wir wissen das schlichtweg noch nicht und ich denke, diese Chance sollten wir nutzen, diese Erkenntnisse mit in die nächsten in die Wahl der dritten Impfung mit einzubeziehen. Und ich denke, da werden wir auch relativ bald Erkenntnisse haben. Gibt es eine Möglichkeit, die Patienten in eine Studie einzubringen, wenn jetzt jemand kommt und das möchte und sagt, ich habe das messen lassen und ich bin auf irgendeinem Grund immunsupprimiert und habe einen schlechten Antikörpertiter entwickelt, möchte eine dritte Impfung und ich sage als Arzt, boah, da gibt es aber jetzt noch keine Empfehlung, kann man den in irgendeiner irgendwo anmelden, wie wir das sonst bei neuen Medikamenten so kennen, ja, dann machst du im Rahmen der Studie, das wäre dann sinnvoll. Also mir ist jetzt keine, also in Deutschland keine Studie bekannt, die jetzt schon aufgelegt wurde. Es läuft eine in den USA, ich glaube, da werden auch bald Daten verfügbar sein, also nach moderner Impfung, aber hierzulande ist mir jetzt keine bekannt. Also was jetzt hier natürlich eindeutig eben empfohlen werden sollte, ist nach wie vor auf Hygienemaßnahmen zu achten, das Umfeld von Transplantierten zu impfen, das ist ganz wichtig, dass eben einfach in der privaten Herde dann einfach die Wahrscheinlichkeit, sich eine Infektion zuzuziehen, dann geringer bleibt. Und dann kommt ja, und wir vergessen den Chat nicht, sondern greifen das gleich noch auf, aber vielleicht noch zwei Anmerkungen, Gedanken. Dann kommt natürlich noch das große Problem bei den randomisierten Studien. Auf die klinische Effektivität können wir jetzt ja nicht mehr schauen, wo Gott sei Dank die Inzidenz so niedrig ist, dass ich letztendlich, anders als in den großen Phase-3-Studien zu Beginn, ja dann kaum noch wirklich klinisch manifeste Ereignisse habe. Aber vielleicht noch ein Gedanke, um das zu Ende zu bringen mit dem Heterologen, was natürlich auch noch ein weiterer Aspekt ist. In meinen Augen ist weiter völlig ungeklärt, wie das Risiko der VITT oder TTS, jetzt gucke ich ihn angelogen an, bei der Zweitimpfung ist. Ich denke, es gibt zumindest keine Entwarnung und da das ja, und das greift jetzt auch die erste Frage aus dem Chat so ein bisschen auf, da das ja nun wirklich die in unseren Augen eine dramatische, lebensbedrohliche Komplikation ist, ist auch das ja ein weiterer Grund zu sagen, Zweitimpfung eher nicht adenovirus basiert. Das ist jetzt irgendwas zwischen Frage und Anmerkung, aber
Genau, ja. Ich rate ihn nämlich davon ab. Also, heute Morgen wieder Krankenschwester, 25 Jahre geschätzt, hat mich gefragt, Totimpfung? Nein, auf keinen Fall. Mein Ratschlag mit Adenovirus, sondern mRNA. Und was wir da genau nicht wissen, ist, wenn die Immunantwort stärker wird, durch eine dritte Impfung oder durch eine Heterologie-Impfung, kriegen wir dann auch eine höhere Problematik mit Nebenwirkungen bei Dingen, die Größenordnung 1 und selbst wenn es 10 zu 100.000 sind, werden wir natürlich da so schnell nicht rauskriegen bei den Zahlen. So, ich musste mich stoppen, übernehme mal den Chat. Ja, da ist eine Frage direkt für dich, die letzte vielleicht, das verstehe ich nämlich nicht. Kann man mit der Impfung bei Patienten mit Nierentransplantation den Schub einer vorbekannten Glomerulonephritis induzieren? Gibt es Vorsichtsmaßnahmen? Die darf ich behandeln, alle anderen gehen an die Das ist ganz spannend. Ja? Und auch da herzlichen Gruß zurück nach Frankfurt, jetzt nicht nach Bockenheim, sondern doch ins Nordend. Die nephrologischen Zeitschriften sind voll. Jeden Tag kommen in führenden nephrologischen Zeitschriften, da reden wir jetzt von Kidney International, JASN und American Journal of Transplantation, wenn ich das nephrologisch adaptieren darf, täglich mehrere Case Reports zu zwei Dingen letztendlich, zu Glomerulonephritis, die entweder neu induziert werden oder die im Rezidiv gehen nach Impfung oder dann auch nach einer COVID-19-Infektion. Das heißt, da scheint etwas zu sein. Wir haben in Frankfurt jetzt bei uns selber auch den ersten Patienten gesehen, der zumindest mal zeitlich sehr klar im Zusammenhang mit der Zweitgabe eines mRNA-basierten Impfstoffes ein Rezidiv gehabt hat, einer Minimal Change GM. Auf jeden Fall Assoziation, ja, und ich denke, ich stimuliere das Immunsystem, dann wird da schon mehr dran sein als nur Assoziation. Ne? Die spannende Frage, das haben wir gestern mit Professor Benzing in Köln diskutiert, sollte man die Menschen möglicherweise schützen, indem man dann die Immunsuppression temporär hochfährt? Macht natürlich nicht so ganz viel Sinn, wenn ich eine Impfantwort habe. Das ist so ein Dilemma. Bleibt schwierig in der Nephrologie. Die andere Frage, die ich spannend finde, ich glaube wieder aus Frankfurt, oder die Diskussion über die schleimhautassoziierten IgA-Antikörper als Schutz eben vor Infektiosität. Ist das... Wie wird das unterschiedlich stimuliert? Gibt es da Erkenntnisse, Daten, mRNA versus Vektor, Impfstoffhomolog versus Heterolog? Das ist eine gute Frage, das ist mir jetzt ad hoc nicht bekannt. Also, aber das spielt natürlich zusammen mit der neutralisierenden Funktion schon eine wichtige Rolle, dass eben, also wahrscheinlich vor dem Schutz vor Infektion und dann natürlich in der Folge auch vor den schwereren Verläufen, wenn eben die Infektion möglichst früh schon in den Schleimhäuten quasi aufgehalten wird. Ja. Aber ob jetzt die Heterologe, also zur heterologen Impfung ist mir sicherlich nichts bekannt. Also ich habe jetzt in den Daten, die hier publiziert wurden, also wir haben auch keine IgA-Antworten gemessen. War die Höhe der Antikörper bei Transplantierten abhängig von der Immunsuppression, also von den eingesetzten Substanzen bei der Immunsuppression? Also Antimetabolite sind ein klarer Risikofaktor für geringere Ansprechraten, auch insgesamt eine höhere Dosierung der Immunsuppression, also früh nach Transplantation im ersten Jahr sprechen die Patientinnen und Patienten schlechter an als länger nach Transplantation, also es steht und fällt mit der Höhe der Immunsuppression und eben die Antimetabolite sind eben besondere Risikofaktoren. Azathioprin, Mycophenolatmofetil besonders, ja. Mhm. Gut, dann vielleicht bevor wir uns dann auch zu den Myokarditiden wenden, eine Frage, ich glaube, bei der es auch kein richtig und kein falsch gibt. Die Frage kam rein, als der Pädiater uns gerade verlassen musste. Ist aber eine Frage für die Erwachsenen, weil es geht um 20- bis 25-Jährige. Die Kolleginnen und Kollegen wird interessieren, wie die Risikoabwägung für junge Erwachsene 20 bis 25 ist hinsichtlich schweren Verlaufes Covid-19 oder schweren Nebenwirkungen Thrombenmyokarditis. Thromben würde ich mal beantworten, werden in Zukunft ja keine Rolle mehr spielen, wenn der Adenovirus-basierte Impfstoff, du bist vorsichtig, aber ich denke, es ist ja bisher in schweren Verläufen dieser VITT-TTS eine ganz klare Zusammenhang mit einem einzelnen Impfstoff, der in den nächsten Monaten in Deutschland keine große Rolle mehr spielen wird. Myokarditiden, hören wir gleich noch was dazu. Also meine Antwort, aber ich denke, da kann jeder von uns drei eine eigene Antwort drauf haben, ist, der 20- bis 25-Jährige lässt sich in meinen Augen vor allen Dingen schützen, um seine Familie, Großeltern, Eltern, wenn er im Medizinsystem arbeitet, seine Patientinnen und Patienten zu schützen. Ich glaube nicht, dass der durchschnittliche 20-Jährige sich jetzt wirklich selber schützen muss. Ich glaube, so kann man es gut zusammenfassen. Ich
wird dann das Thema Mikrokalität diskutiert. Das heißt, fliegender Wechsel. Genau. Ich würde aber tatsächlich auch wegen der vorangeschrittenen Zeit ein paar Dinge überspringen. Ich hatte einiges nochmal zu. Wir haben so viel über Impfung jetzt geredet. Ich glaube, ich will eigentlich uns nicht verwirren jetzt noch mit den Behandlungen zu Covid-19, weil das haben wir teilweise beim ACC-Update besprochen und da kann jeder nochmal drauf zurückgreifen in unserem Channel, sondern eigentlich darauf direkt gehen, was jetzt mehrfach angesprochen ist, nämlich das Thema Myokarditin. Vielleicht ganz kurz zusammenfassen, dass jeder noch einmal könnte, weil es so wichtig ist, mehr bringt nicht mehr. Mehr bringt nicht mehr, das kann ich sagen. Wir antikoagulieren jeden Full-Dose, um ihn zu schützen. Nein, das macht schwere Blutung. Und zweite Message, Statine und SGLT2-Inhibitoren sind nicht schädigend. So kann man vielleicht sagen. Vielleicht sogar von der Tendenz positiv. Also nicht alles, was kardioprotektives absetzen, wenn man Covid-19 hat. Jetzt zeige ich es doch ganz kurz. Jetzt hast du das den Ball doch aufgenommen und vorgelegt sozusagen. Aber wir sehen es ja immer noch. Wir sehen ja immer noch, dass die Evidenz kommt so langsam und wir heparinisieren uns weiter im wahrsten Sinne des Wortes recht zu Tode. Also ganz wichtig, glaube ich, das Thema, das haben wir gezeigt, diese Inspiration-Studie, nicht mehr Antikoagulation, zumindest solange eben nicht eine, das ist wichtig zu sagen, keine Indikation zur vollen Antikoagulation besteht. Also sprich, jemand, der keine Thrombose, keine Lungenembolie hat, sondern eben nur einen schweren Verlauf intensivmedizinisch behandelt wird, der sollte wie bei anderen Erkrankungen auch prophylaktisch antikoaguliert werden und mehr nicht. Da gibt es jetzt hier diese Inspiration-Studie, das hatten wir angedeutet und mitbringen wollte ich Inspiration S, weil wir da eine Arbeit haben zu eine andere Gruppe haben aus derselben Studie, wo man Statine versucht hat, damit antiinflammatorisch wirksam zu sein, auch bei schwer erkrankten Covid-19-Patienten. Ich glaube, die Botschaft hier ist, die Studie ist neutral in der Summe. Man hat einen gewissen Trend zu einer schützenden Wirkung der Statine. Die Botschaft ist, was einer hat es angedeutet, es schadet sicherlich nichts und es sind Medikamente, die kardiovaskulär protektiv sind und wenn Patienten damit vorbehandelt sind, sollten sie nicht abgesetzt werden, weil sie sicher nicht schaden. Und dasselbe gilt eben, das überspringe ich jetzt hier, für das Dapagliflozin, also ein modernes antidiabetisches und Herzinsuffizienzmedikament, das fast im Trend hier genutzt hat, das war nicht signifikant, aber sicher nicht geschadet hat. Das heißt, nochmal darauf hinweist, dass wir unsere Substanzen, mit denen wir Herz-Kreislauf-Komplikationen verhindern können, weitergeben sollen, bei diesen Patienten, die oft an Herz-Kreislauf-Komplikationen dann auch versterben, gar nicht primär am respiratorischen Versagen. Also das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, das zeigen diese mittelgroßen, dreistelligen Patientenzahlenstudien eben schon. Ich will jetzt doch auf die Myokarditin kommen, weil wir es mehrfach angesprochen haben. Es ist nur leider so, ich kann Ihnen da gar nicht so viel mitbringen, es ist immer noch ein Feld, zu dem wir keine gute prospektive Evidenz haben, sondern eben einzelne Meldungen. Ich will das hier aufgreifen, das waren so die ersten Berichte aus Israel zunächst und dann auch vom CDC aus den USA, ist schon angeklungen von Professor Arne Simon aus Finnland, dass Myokarditin auftraten. Und ich fand das erstaunlich, trotz der, obwohl wir mittlerweile mit dieser Preprint-Situation so viel umgehen, das hat hier Wochen gedauert, bevor das, also eine wochenlange Latenz zwischen Laienpresse inklusive Bildzeitung und Ähnlichen bis zu den ersten mehr oder weniger berichteten oder mehr oder weniger fundierten wissenschaftlichen Publikationen. Das sind jetzt im Wesentlichen diese hier, die Stand heute, wir sagen das sonst immer dazu, Mitte Juni 2021, das wird sich alles wieder schnell ändern, veröffentlicht sind in pädiatrischen Fachzeitschriften, Pediatrics und eine ähnliche infektiologische pädiatrische Zeitschrift, wo mal Fallserien publiziert sind, ohne dass wir daraus jetzt wirklich auf Inzidenzen schließen können, weil letzten Endes die Autoren einfach gesammelt haben, im Kollegenkreis gefragt haben, kannst du mir mal ein paar, habt ihr Fälle, wie viel waren das? Und dann waren das, haben sie eben gehört, eine Handvoll Fälle zwischen 5 und 10, von mir aus zwei Handvoll Fälle, die man da berichtet hat. Ich möchte das kommentieren, weil das wichtig ist. Und es wurde ja auch eben gefragt, wie hoch ist das Risiko und kann man das abwägen. Zur Inzidenz in Relation zu den Geimpften ist es schwer bisher einzuschätzen. Und was man auch wissen muss, ist, dass die Myokarditis eine schwer zu diagnostizierende Erkrankung ist. Und wir wissen, dass wir wahrscheinlich eine generell unabhängig von Impfungen eine Vielzahl von Myokarditiden übersehen. Wenn wir im klinischen Alltag ambulanten Patienten haben mit stechende Thoraxschmerzen mit fraglicher Dyspnoe-Symptomatik, dann machen wir eine Echokardiographie, indem wir im ersten Schritt bei der Myokarditis wahrscheinlich nicht sehen, es sei denn, es ist eine Perimyokarditis mit Perikardikus. Wir fertigen vielleicht noch einen Troponintest an,
Wenn der auffällig ist, dann geht es in die richtige Richtung. Wenn wir das nicht machen oder der nicht auffällig ist, wird es schon schwierig und vielleicht macht es noch ein bisschen Palpitationen und Extrasystolen. Hier sehen Sie jetzt abgebildet eine Kernspintomographie mit einem Gadolinium-Enhancement, das dann schon relativ genau ist für die entzündliche Aktivität am Herzen. Das erhalten natürlich lange nicht all diese Patienten, die unspezifische Beschwerden haben. Und ganz wichtig ist, und das ist mir auch erst aufgefallen, ehrlicherweise bei der Literatursuche jetzt, Myokarditiden nach Impfungen ist ja nichts Neues. Es ist also schon 50 Jahre alt. Wir haben aus den 50er Jahren gibt es Berichte nach Pockenimpfungen über relativ häufige Myokarditiden tatsächlich, die dann Anfang der 2000er Jahre nochmal aufgegriffen worden sind, als man in Amerika vor allem militärisches Personal geimpft hat. Da haben wir eigentlich Pocken bei uns ja passé in der Zivilbevölkerung, aber eben Militärbevölkerung oder Militärpersonal nicht, je nachdem, wo die eingesetzt waren. Und hat dort Inzidenzen berichtet, die schwanken irgendwo zwischen 1 auf 10.000 bis 10 auf 10.000. Also relativ viel Menschen dort, wenn man da genau screent mit modernen Methoden, die tatsächlich nach einer Pockenimpfung Myokarditiden hatten, sodass das als immunologisches Impfgeschehen nicht ganz neu ist und durchaus auch hier möglich ist. Wichtig ist auch aus der Zeit Autopsien. Es ist fast niemals niemals gezeigt, eine direkte Virus- oder Impfbestandteil, Infiltration des Myokards, sondern eben ein autoimmunologisches Geschehen, das heißt vermehrte Entzündungsaktivität im Myokard oder auch perizellulär, aber eben nie durch das eigentliche Virus oder durch den Impfstoff. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Sodass man zusammenfassen muss, meiner Meinung nach, es wird so eine Reaktion geben. Ob das bei Kindern vermehrt ist, das sollten wir diskutieren. Wir haben schon gehört, die haben vielleicht, junge Menschen, eine stärkere Immunantwort, vielleicht dann auch ein stärkeres Risiko für diese Autoimmunmyokarditis. Das mag sein. In Zahlen fassen kann man das mit heutigem Stand nicht. Nochmal, wenn der Verdacht besteht, das haben wir eben gehört, etwas atypische kardiale Beschwerden, durchaus mal daran denken und Patienten entsprechend vorstellen, wohl wissend, dass die Diagnose nicht ganz einfach ist. Zum Schluss vielleicht, auch das klang schon an, der Verlauf ist in den allermeisten Fällen benign. Das heißt, sowohl diese hier berichteten Fälle, als auch die mit der Pockeninfektion, aus den Pockenvakzinierungen aus den vergangenen Jahren, Jahrzehnten berichteten Fällen, sind in den allermeisten Fällen hier alle Fälle völlig blande verlaufen und folgenlos ausgeheilt. Die Jugendlichen hier berichteten, haben eine immunsuppressive Therapie erhalten mit Corticosteroiden, teilweise auch Immunglobulin und das ist alles folgenlos ausgeheilt. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, sodass man hier nicht eine überalte Angst haben darf. Meistens scheint das gut zu gehen. Super, ganz herzlichen Dank. Meinerseits eine abschließende Frage und dann sind wir wirklich über Spielfilmlänge gegangen heute oder Fußballzeiten, zwei Halbzeiten ab 40 Minuten. Ohne Pause. Ohne Pause, stimmt. Wenn wir jetzt den Patienten sehen, aus irgendeinem Grund, konkretes Beispiel, junger Mann, PD-Patient, letzte Woche bei uns, sollte eigentlich ein Organangebot bekommen, hat dann aus anatomischen Gründen nicht geklappt. Der hat jetzt eine CK von 500, der hat ein Troponin von 200, was auch für einen Dialysepatienten relativ viel ist. Der hat dann im Transplantationszentrum einen Kernspin bekommen, da war eine ITIS gesehen worden. Aufnehmen, nach Hause schicken, körperliche Schonung, aber das machen wir jetzt. Das wird ja jetzt kommen, das ist ja so ein bisschen mit den Thrombosen vor ein paar Monaten. Wobei da natürlich viele Dinge jetzt zusammenkommen in deinem Fall. Ne? Da ist ein echter Fall ist, nein. Ja, aber ein geimpfter Patient, der schwer nierenkrank ist, deswegen das Troponin nur erschwert verwertbar. Wenn wir jetzt mal von den nierenkranken Patienten weggehen, ist natürlich ein junger, gesunder Mensch hat eigentlich kein Troponin. Das heißt, das ist ein hochsensitiver und aber auch sehr spezifischer Marker, mit dem wir, wenn er dann erhöht ist, schon die Diagnose ITIS stellen können, wenn er ein NRT gleichzeitig Auffälligkeiten zeigt und wenn eine Coronarchemie natürlich ausgeschlossen ist, die ja auch klinisch unwahrscheinlich ist. Also solche Patienten müssen abgeklärt und behandelt werden. Sicherlich mal kurz aufnehmen, wird man so jemanden vielleicht müssen. Ansonsten ist die Therapie der Wahl ja die körperliche Schonung, solange es demjenigen gut geht, für einen relativ langen Zeitraum. Das fällt manch einem schwer in jungen Alter. Und kein Automatismus zu Steroiden? Wir behandeln in der Erwachsenenkardiologie die Myokarditis ja gewöhnlicherweise nicht mit Steroiden, weil wir teilweise, wenn wir nicht von Impfungen sprechen, sondern das noch nicht ausgeschlossen haben. Es könnte ja immer noch eine gewöhnliche virale Myokarditis sein, das eigentlich nicht wollen. Super.
ganz herzlichen Dank. Das hat wieder extrem Spaß gemacht. Das hat insbesondere auch deshalb Spaß gemacht, weil wir euch diesmal zur Verstärkung dabei gehabt hatten. Das hat das Ganze mit Sicherheit auch wieder breiter gemacht. Wir freuen uns, dass wir trotz harter Konkurrenz, Wiedereröffnung der Biergärten, draußen gefühlte 35 Grad und ich glaube auch Fußball-Europameisterschaft, trotzdem mindestens 95 Kollegen da hatten, die live dabei gewesen sind. Wir wissen, viele gucken das in Sommerzeiten der Zeit versetzt. Die haben Pech, die können jetzt keine Fragen mehr stellen an die Experten. Die sind nämlich dann auch zu Hause gleich, was sie sich verdient haben. Wir machen jetzt mit unserer Live-Veranstaltung auch so eine kleine Sommerpause. Wir haben auch den Eindruck, dass es sich lohnt, die Intervalle jetzt im Moment mal von monatlich auf zweimonatlich zu strecken, weil ja dann doch viele Fragen inzwischen beantwortet sind. Wir haben uns wieder verabredet für den 25. August. Wir werden darum kämpfen, dass wir auch wieder Martina Seester bekommen, seine Ahnung bekommen. Aber auf jeden Fall werden wir mit dem Sören Becker und wir beiden dann wieder zusammensetzen. Anja Scheuer wird die Technik wieder machen. In der Zwischenzeit hören wir natürlich nicht auf. Wir machen unsere Serie zu den Glühweinen und Frittiden weiter, haben da in der nächsten Woche unser letztes Gespräch mit Professor de Groot aus Offenbach über die Anker-assoziierten Maskulinitäten. Auch extrem spannend, weil sich da viel therapeutisch tut. Wir werden einige spannende Experten in den nächsten Wochen noch interviewen dürfen zum Thema Covid-19 und der Impfung. Wir planen in den nächsten Tagen, und da sehen wir dann wieder Martina Seester, ein Gespräch mit Professor Ullmann, einem Infektiologen von der Universität Würzburg, der in den letzten 30 Jahren sehr viel verschiedene virale Erkrankungen an vorderster Front klinisch und auch labormäßig begleitet hat und der jetzt neben seinem Job als Universitätsprofessor auch im Deutschen Bundestag sitzt, also im Prinzip beide Seiten kennt. Und wir planen am Freitag ein Gespräch mit Dr. Frank, der Erstautor ist, der New England Arbeit zur Impfung von Kindern. Jetzt sind wir komplett über die Spielfilmlänge. Einen schönen Abend hier aus der Westpfalz und auch ein Wiedersehen am 25. August. Tschüss. Tschüss.